Moini, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight mit Mikaela. Ich dachte so, die Rotschöpfchen unter sich, die könnten hier das rocken. Ich bin auf dem PTB unterwegs gegen Chucky. Hoffentlich zumindest, dass Chucky jetzt hier getestet wird. Bin super gespannt. Ich habe extra eine Taschenlampe und manifeste Reste mitgenommen, um diese eine Fähigkeit von ihm zu kontern. Da kommt er. Sie hat direkt die Scheckpalette geworfen. Sie hat einfach direkt die Scheckpalette geworfen. Frech. Das war, glaube ich, sein Versteckmodus, oder? Er kann ja auch unter Paletten drunter herkriechen, wenn er im Schleichmodus ist. Da kommt sein Terrorradius. Und da ist Chucky. Er redet! Ich werde dich finden und dann reiße ich dich in Stücke. Okay. Er hat scheinbar nicht sein eigenes Talent dabei. Da ist sein Super Dash. Okay, stark. Stark, stark, stark. Ist er ein bisschen maisblind? Macht nichts. Oh, ich sehe seine Füßstäbchen ja. Oh, der Dash war gut. Oh, das ist ein bisschen... Na, komm schon. Da ist er einfach über die Palette drüber hinweg. Hä, das ist ja super witzig, gegen den zu spielen. Dass man die Fußabdrücke so sieht, ist ein bisschen wild. Die anderen wollen auch mal ein bisschen spielen, ich verstehe. Na komm, Mika. Rotschöpfchen unter sich, das funktioniert doch schon mal ganz gut. Schade, dass er sein eigenes Talent nicht dabei hat, dass ich jetzt gefährdet bin, weil ich ihn gestunt habe. Danke. Ah, Freunde bis zum Schluss. Ah ja, wir sind Freunde. Wir sind Freunde. Rotschöpfchen unter sich, ich wusste es. Oh, das war sein M2. Das hat deswegen nicht gezählt. Witzig. Okay. Da ist er wieder weg. Hey, das macht richtig Spaß. Also ich habe jetzt schon richtig dolle Spaß. Ich habe nicht gedacht, dass es so witzig wird, gegen so einen kleinen Killer zu spielen. Aber der hat ja richtig coole Schockmomente. Sau witzig. Ich hatte leider nicht genug Blutpunkte, um ihn selber ein bisschen zu leveln. Deswegen wollte ich jetzt erstmal eine Überlebendenrunde spielen. Jetzt bin ich wieder gefährdet, weil wir Freunde sind. Aber ich sehe seine Fußstäbchen, ne? Seine kleinen Schrittchen. Oh, ich glaube, der Killer gefällt mir. Aus beiden Seiten, aus beiden Richtungen. Wenn ich ihn geblendet habe, dann müsste ich nicht gefährdet, sondern erblindet sein eigentlich. Falls er sein Talent dabei hat. Batteries included meine ich nicht. Ich meine nicht Freunde, sondern es gibt noch ein Talent. Aber wir spielen auch nachher mal eine Runde einfach. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Hat er eigentlich einen Mori mitgenommen? Ich ziehe mal einfach durch und dann gucke ich mal, ob er einen Mori dabei hat. Das fände ich nämlich noch interessant. Das habe ich nämlich noch nicht gesehen. Ich habe mich nach Möglichkeit von Spoilern ferngehalten. So. Mori? Mori. Ja.
Ich hoffe, es ist ein pinkes Mori. Ein magentafarbenes Mori aus Ebenholz. So, hier kann ich mich einmal hochheilen. Ist doch super. Die anderen rennen noch ein bisschen mit ihm im Kreis. Ist die Frage, wie weit man seine Fußstapfen sieht. Und war das vorhin sein Talent ganz am Anfang, als wir die Fußstapfen gesehen haben, dass man überall sein Terrorradius hört und die kleinen Fußstapfen sieht? Ich könnte jetzt sogar hier... Wartet. Mir eine zweite Taschenlampe holen. Ich nehme mal meine wieder mit. Ich glaube, die hat noch ein bisschen mehr Wumms. So. Die Zähne eintreten. Was ist denn mit ihm los? Oha, so funktioniert das mit dem Aufheben. Das haben die ja toll gemacht. Das haben die ja toll gemacht. So funktioniert das mit dem Aufheben. Oh, ich bin gefährdet. Ich liege auch jetzt. Ah. Das ist ja... Oh, guckt ihn euch an, den Puppenspieler. Oh, das haben die gut gelöst. Das habe ich mir so nicht vorgestellt. Ja, ich will auch das Mori sehen. Ich will auch das Mori sehen. Ah! Okay, ich will auch das Mori sehen. Komm. Okay. Na komm. Ich wollte zumindest so tun, als würde ich nicht farmen. Oh, da ist Adre. Na komm. Hast du noch ein Mori übrig? Komm. Mori. Danke. Sehr schön. Oh. Ein Lineal gibt's in den Rücken. Aua, aua, aua. Schade, dass er nochmal so nach hinten glitscht. Sehr schönes Mori, sehr witzig. Gefällt mir sehr gut. Ich bin gespannt. Wir schauen nochmal kurz zu. Es gibt jetzt so Spielerprofile auch, ne? Bin gespannt, was für Perks er dabei hat. Ich hoffe, die eiern jetzt hier nicht so lange noch rum. Sehr schön, das war doch ein toller Test. Ah, er hatte... Nee, er hatte doch seine drei... Genau, zum Spielen gehören zwei. Ich habe kein Fluchtotem gesehen. Immer wenn du von Überlebenden... GWP... Ich finde es richtig geil. Got the perk. Flash got the perk. Ja, genau. Ja, war leer. Achso, es wird erst erstellt und dann, wenn es leer ist. Ah. Ich hätte die andere nochmal holen sollen.
Ah, okay, es funktioniert irgendwie anders, als ich gedacht habe. Aber er hat es dabei. Ich verstehe. Deswegen hat er so auf die Taschenlampe eingedroschen. Das war doch eine super schöne erste Runde. Ich sag GG. Wie gefällt euch das Kapitel? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Bis dann. Ciao.